Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen. Heute mal aus einer etwas anderen Location und heute geht es hier um das, was in diesem Paket drin ist. Denn Eligo war so freundlich, mir da etwas zuzuschicken, deswegen da unten Daumenwerbesendung, ihr wisst Bescheid. Aber nichtsdestotrotz, ich werde hier meine freie Meinung über das Gerätchen hier sagen, also da absolut keine Sorge. Wir sind hier, ganz kurz nur noch zur Info, wir sind hier gerade aktuell in der Adolf-Reichwein-Schule. Warum sind wir hier und nicht bei mir zu Hause im YouTube-Studio? Ganz einfach deswegen, dieser 3D-Drucker, den habe ich mir zuschicken lassen. Habe aber direkt mit Eligo abgeklärt, dass ich diesen 3D-Drucker bitte der Adolf-Reichwein-Schule spenden möchte, genauso wie noch ein paar andere Sachen. Da komme ich gleich am Ende noch zu, wenn wir das Review hier fertig haben, denn ich habe noch den ein oder anderen Arduino-Bausatz von Eligo zugeschickt bekommen. Da habe ich auch schon mal so ein Video gemacht zu so einem Roboter. Aber ja, gucken wir mal, was jetzt hier drin ist. Und ja, hier haben wir einmal den 3D-Drucker und natürlich noch ein bisschen Resin. Man sieht alles, was man sehen soll. Wir haben hier noch eine zweite Kameraperspektive. Da seht ihr da ein bisschen Unordnung. Was heißt Unordnung? Es ist halt einfach hier das Fotostudio der Adolf-Reichwein-Schule. Hier wird quasi auch Siebdruck gemacht und so weiter und so fort. Hier übrigens habe ich meine Ausbildung gemacht, also an dieser Schule hier, zum Mediengestalter. Richtig coole Sache. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich das Ding nämlich dann hier lassen möchte. Weil man braucht für diesen 3D-Drucker auch natürlich einen belüfteten Raum, um den halt komplett um da zu drucken, weil hier das mit dem Resin, das ist nicht so ohne. Deswegen habe ich mir halt auch gedacht, hier an der Schule hat die Möglichkeit, eben belüftete Räume zur Verfügung zu stellen. Es können mehrere Auszubildende an diesem Gerät arbeiten, ein bisschen damit rumspielen, testen, machen, Erfahrungen sammeln. Und das ist, denke ich mal, doch viel, viel, viel mehr wert. Und wenn ich mal mit dem Ding was drucken will, meine Güte, die Schule ist 20 Minuten von mir entfernt mit dem Auto und dann fahre ich plötzlich her, gut ist. So, wollen wir aber reingucken. Auf jeden Fall erstmal fettes Dankeschön an Eligo, dass ihr das hier möglich gemacht habt, das Video, und dass ihr mir das hier so zur Verfügung gestellt habt. Ich bin echt mal gespannt, was das Ding auf dem Kasten ist. Ich habe noch nie mit einem Resin-3D-Drucker gearbeitet, wirklich noch überhaupt nie. Und mal gucken, ob wir das hier erstmal aufziehen können. Ne? Eligo Mars 3D Printer steht auch hier so schön an der Seite drauf. Auch schon. Das Ding auf jeden Fall schon mal aus seinem Kasten befreit. Hier haben wir noch das Resin, aber ich gucke erstmal, wie ich erstmal hier mit der Herstellung. Ich mache mal das hier einfach mal so oben ab. Okay. Ich weiß ja jetzt, wenn ich irgendwas runterbringe. Hier ist aber auch noch irgendwas drin. Muss man aufpassen. Also hier ist alles noch oben so mit drin. Hier haben wir ein paar Masken, da werde ich mir wahrscheinlich auch gleich eine von aufsetzen. Handschuhe werde ich mir auch gleich anziehen, wenn ich mit dem Resin arbeite, weil da müsst ihr echt vorsichtig sein. Dann haben wir einen Inbusschlüssel, einen USB-Stick, ja, hier für die Speicherkarte. Was für eine Speicherkarte haben wir drin? 2 GB, ist ja vollkommen ausreichend, das ist ja nur für die 3D-Modelle. Hier haben wir auch, ich glaube, vielleicht haben wir sogar Glück, und es ist ein kleiner Testdruck drauf. Das wäre natürlich richtig, richtig nice. Kleines Zänkchen. Das hier ist ein Filter für das Resin wahrscheinlich. Damit man das Resin quasi wieder gefiltert in die Flasche zurück, was übrig ist. Das finde ich cool. Das 250 ml Messbecher. Ach, die haben wir noch nicht bekommen letzte Zeit. Und vielleicht passt es dann doch. Es ist doch ein bisschen länger. Hier mit. So, hier haben wir noch was drin. Gleich mal aus. Zack. Einen kleinen Schaber, damit wir wahrscheinlich vom Druckbett dann alles ablösen können. Hier haben wir die Buildplate. Also hier drauf wird im Grunde genommen gedruckt. Also das ist die komplette Druckfläche, die wir haben. Nicht größer. Aber dafür wesentlich präziser. Ja, also die Druckqualität, sage ich mal, also die Auflösung von dem Druck. Ich sag mal, wenn man mit einem normalen 3D-Drucker was ausdruckt, dann hat man ja immer so ein, ja, man sieht diese Ebenen halt einfach, diese Schichten. Und das soll hiermit wohl anders. Ich habe es noch nie gemacht, deswegen ich bin selber gespannt und lasse mich halt einfach überraschen. Ja, das hier finde ich allerdings ein bisschen schade. Weiß nicht, sieht man das? Hier ist so ein Sprung drin. Seht ihr das? Das ist jetzt zwar Meckern auf hohem Niveau, natürlich. Ne? Wir haben ja das Gerät kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen, also wir haben jetzt da nichts für bezahlt. Es ist aber nicht nur der Sprung, das hier ist auch
das hier ist auch Biss. Das hier ist normalerweise auch nicht. Also hier ist ein Biss drin. Einmal. So, hier einmal gesprungen und einmal hier so lang. Das ist schade. Das ist echt schade. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie wieder reparieren. Oder vielleicht Elego, wenn ihr das Video hier seht. Es wäre echt cool, wenn ihr einfach, weil dieses Ding ist nämlich wichtig. Es wäre schön, wenn ihr einfach nur dieses Gerät vielleicht nochmal zuschicken könntet. Also nur diese Abdeckung hier oben drauf. Damit ich das hier dann der Adler-Fleischmann-Schule auch nochmal geben kann. Weil das ist natürlich nicht so schön. Ich meine, jetzt für das Video wird das funktionieren, aber wäre echt schön, wenn ihr das nochmal zuschicken könntet. Und ich denke mal, auch wenn das euch zu Hause jetzt passieren würde, ihr packt das aus und das sieht dann so aus. Ich denke mal, ihr könntet den Support von Elex einfach anschreiben. Und ich denke mal, die sind da relativ kulant. Also wenn ihr da Fotos von per Mail oder sowas schickt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sowas hier öfter mal passieren kann. Ne? Aber ich meine, es war echt gut verpackt. Also ihr habt es ja gesehen, wie krass das verpackt war. Und es ist trotzdem halt eben passiert. Das kann halt immer mal passieren. So, jetzt schauen wir uns erstmal das Resin an. Polymer Resin 500 Gramm. Wir haben jetzt hier die Farbe Grey. Hier 500 Gramm, wie gesagt, von Elego, auch von derselben Marke. Gibt es natürlich auch von anderen Marken. Ne? Also das könnt ihr euch holen, von wo ihr wollt. Natürlich gibt es auch diese Resin 3D-Drucker von jeder x-beliebigen Marke. Wir haben jetzt aber hier halt eben den von Elego da und testen den. Ich bin echt gespannt. So, jetzt gucken wir erstmal, wie das Ding zusammenbaut. Jetzt fährt er hoch hier vorne. Aha, tut. Okay. So, stopp. So, und jetzt können wir hier einmal das Ding, hier ist so eine Aussparung drin. Diese Aussparung, das kommt dann hier einmal so rein. Hier kann man erstmal ein bisschen groß drehen. Zack, kommt das hier rein. Und dann dreht man das hier einfach fest. Einfache Technik. Okay. Ich habe es jetzt adjusted, ja, also geguckt, dass es relativ gerade ist. Und jetzt sollen wir hier die Screws wieder fixen. Also einmal hier festmachen. Und einmal hier festmachen. Also das haben die auch von der Bauhöhe so super gemacht. Da kommt man auch eigentlich an die Schrauben sehr, sehr, sehr gut ran. Also bis jetzt viel Aufbau und so war ja jetzt nicht nötig. Also finde ich das auf jeden Fall schon mal cool. Also jetzt wären wir hier quasi imstande zu drucken. Ich würde jetzt hier erstmal sagen, dass ich das hier ein bisschen hoch mache. Übrigens, wenn ihr druckt, dann müsst ihr das Ding hier oben drauf setzen. Ja, also das muss hier oben drüber sitzen. Das ist nämlich der UV-Schutz, von dem ich eben gesprochen habe. Deswegen ist das hier aktuell ein bisschen schade, dass das eben kaputt ist. Aber wir machen das hier hinten einfach hin, ne, wo es eh ein bisschen links und dann kommt später ein bisschen Klebeband drauf. Aber Elego, wie gesagt, wenn ihr das seht, ich fände es richtig cool, wenn ihr uns hier für die Adler-Fleischmann-Schule einfach nochmal diesen Karton oben, sag ich mal, nochmal neu, wenn ihr diese Haube nochmal neu zuschicken würdet, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, ich gehe jetzt hier mit dem USB-Stick erstmal hoch zum, wie gesagt, zum Ausbilder. Ja, perfekt zum Gong, ja. Perfekt zum Gong gehe ich jetzt hier mit diesem USB-Stick mal hoch zu meinem ehemaligen Ausbilder. Und hier packen wir jetzt, wie gesagt, ein Modell drauf, was wir dann drucken können. Und wie gesagt, dann Handschuhe, Maske. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Ich habe hier ein schönes Cappuccinochen noch bekommen. Wir haben den USB-Stick. Ich habe das Ding gerade hier wieder angeschmissen. Genau, passend jetzt. Der Gong muss ja sein. Ihr habt hier schon einen Testdruck schon drauf. Wir haben das aber jetzt kleiner gemacht. Anstatt, ich glaube, eigentlich ist es, ich glaube, knapp so hoch, wenn es jetzt hier so vorstellen würdest. Wie viele Zentimeter sind das? Keine Ahnung. Wir haben es jetzt auf jeden Fall auf 5 cm Höhe. Es ist so ein Rentier. Haben wir auf 5 cm Höhe jetzt einfach gemacht. Und ja, so, jetzt machen wir hier oben das Ding erst nochmal ab. Und ich ziehe mir hier jetzt auf jeden Fall aus Sicherheitsgründen solch eine Maske an. Das solltet ihr auch tun. Und ich ziehe mir auch gleich noch solche Handschuhe da an. So, gucken wir erstmal, wie wir das hier... So, der Onkel Doktor ist da. Ja. Huch, muss nur gucken, dass ich jetzt hier meine Brille nicht beschlägt. So, der Onkel Doktor ist da. Bitte einmal freimachen. Oh, wenn ich jetzt so links... Die Nase muss ich freilassen, sonst wird meine Brille die ganze Zeit beschlagen. Das ist aber nicht so geil. So, Handschuhe. So, dann haben wir das auf jeden Fall jetzt schon mal so an. So, ich würde sagen, hier, das können wir noch mal ein bisschen hoch machen. So, setzen wir das hier. 1, 2,
3, 4, 5. Machen wir nochmal ein bisschen hoch. So. Das sollte soweit hier eigentlich ganz fest sein. So. Dann machen wir jetzt das Resin hier rein. Deswegen, bevor ihr das Resin öffnet, bitte Maske, Handschuhe, weil das ist nicht so der Yellow from the Egg und am besten eigentlich auch nicht sowas dann hier dabei auf dem Tisch. Also macht es mir nicht unbedingt nach. Es ist ja nicht immer alles so gut, was ich mache. Aber das muss jeder natürlich in seiner Eigenverantwortung wissen, was er da macht. So, wir machen das Ding jetzt hier auf jeden Fall mal auf. Ich habe mir sagen lassen, etwa so ein Drittel sollte man reinkippen. Wir haben ja hier danach diesen Trichter und können das dann ja hier wieder reinmachen. Aber so etwa ein Drittel sollte man hier einfüllen. Achso, genau, bevor wir das jetzt hier einfüllen, schütteln nicht, aber ich würde es mal so ein bisschen schwenken. Ne? Einfach damit, falls da irgendwelche Schwebstoffe oder irgendwas drin ist, dass man das einfach mal ja, lockert. Ne? So, dann würde ich sagen, füllen wir auch das Resin dann jetzt mal ein. So, genug geschwenkt. So, und jetzt machen wir etwa ein Drittel. Ja. So, hoppala. Das wollte ich natürlich jetzt nicht da am Rand hinzumachen. So, ich mache mal ganz kurz hier, weil wir haben ja natürlich diese ganzen Lampen hier. Deswegen mache ich mal ganz kurz da drauf, während ich einen Lappen hole. Haben wir hier irgendwie Zewa oder so? Hier hinten. Kann ich schon einmal. Der Onkel Doktor hat auch Lappen. Ja. So. 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 Haben wir das einmal so. Dann machen wir das hier wieder schön da drauf. Das sorgt nämlich auch dafür, dass wir hier, wie gesagt, das schützt, dass es kein UV-Licht da reinkommt. Genau so. Und dann haben wir hier, wie gesagt, den USB-Stick mit der Speicherkarte. Das stecke ich jetzt einfach mal hinten rein. Genau, da habt ihr nämlich hier unten hinten einen USB-Slot. Ja, hier hinten. Und dann könnt ihr hier natürlich richtig rum. Zack. Könnt ihr das da einfach reinstellen. Ist sogar ein USB-Stick hier mit Indikatorlicht. Das ist immer sehr gut. Da weiß man genau, aha, da tut sich was. So. Und dann können wir hier, gehen wir erstmal zurück. Zurück. Print. So, hier Testmodell. Gehen wir mal Ordner Testmodell. Da haben wir nämlich dann jetzt das neue, genau hier. DS Christmas Deer. Genau. DS Christmas Deer. So, da haben wir so ein kleines Vorschaubild. So, und jetzt können wir hier auf Play. So, und jetzt fängt er hier schon an, glaube ich. Ja, so kann ich jetzt hier schön, da siehst du schön, wie das da eintaucht. Sehr, sehr, sehr schön. Na, jetzt sagt er hier unten 1% im Grunde genommen. Na, und jetzt sieht man jetzt hier den ersten Schritt. Na, das sind jetzt quasi hier die Füße, die er dann auf dem Druckbett dann druckt. Geht er dann immer mal hoch und dann wieder runter. Jetzt ist er dann schon quasi auf der zweiten Ebene. Und das dauert jetzt übrigens etwa 2,5 Stunden. Jedenfalls nach Slicing Software. Wie lange es jetzt wirklich dauert, sehen wir dann. Wir haben jetzt knapp 11.30 Uhr und müssten ja dann theoretisch um 14 Uhr müssen wir ungefähr fertig sein. Wenn wir um 14 Uhr fertig sind, dann sehen wir das. Und ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal zwischendrin so ein paar Sequenzen ein und dann sehen wir uns gleich, wenn das hier fertig ist. So, wir sind dann soweit fertig mit dem Druck. Wir haben jetzt hier einmal Printing, dann und das hat jetzt 3 Stunden und 48 Minuten gedauert. Man muss aber dazu sagen, in der Slicing-Software, die übrigens verdammt gut ist, also wir haben ja hier so ein, das ist jetzt hier die Kappe von dem USB-Stick, der ist hier vorne zu sehen,
Die Slicing-Software ist hier schon mit dabei, die ist wirklich sehr, 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 sehr übersichtlich. Man hat hier auch schon einen Testdruck mit dabei, das ist halt eben dieses Rentier. Wir haben jetzt aber hier aus Zeitgründen einfach nicht die volle Größe, so wie das im Testdruck. Also wenn ihr das quasi ganz normal reinsteckt und den ersten Testdruck startet, dann wird das bei euch definitiv größer sein. Wir haben jetzt hier, glaube ich, insgesamt ist es eigentlich 13 cm war es, glaube ich, eigentlich hoch. Und wir haben 5 cm jetzt draus gemacht. Und selbst da hat er uns beim Slicen dann eine Zeit angezeigt von 2 Stunden und 40, 50 Minuten sowas um den Dreh, also unter 3 Stunden. Und gebraucht hat er jetzt 3 Stunden 48. Also rechnet grundsätzlich von dem, was in der Slicing-Software drin steht, nochmal ein bisschen oben drauf. Er braucht halt immer ein bisschen länger. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Resin natürlich drin. Der Druck sieht auch ganz schön aus. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen so zwischendurch mal, wie ihr gesehen habt, gefallen, wie das jetzt hier sich auseinandergesetzt hat, so wie das zusammengebaut wurde. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier oben öffnen wieder, dass wir das hier aufmachen. Wichtig, wie gesagt, immer Maske. Ich habe die Maske jetzt so ein bisschen weiter runter, weil sonst beschlägt meine Brille. Hier unten, das ist noch schön flüssig. So, jetzt muss ich gucken einmal, dass wir das hier einmal schön hier oben lösen, Handschuhe wirklich und Maske tragen, und dann können wir das einmal hier so nach vorne abziehen und haben dann hier den Druck drauf. Wir sehen hier aber hier, das ist ein bisschen, hat sich das unten verschoben. Gut, vielleicht muss man da einfach noch ein bisschen genauer arbeiten. Ich gucke mal, dass ich das jetzt hier abgelöst bekomme, dann stelle ich es euch mal hier auf die Glasplatte, dann zeige ich es euch, was ich meine. Gucken, ob man das hier so abkriegt, ohne dass es abbricht oder so. Das ist gar nicht so leicht. Okay, hier ist es gar nicht richtig dran. Also es hat scheinbar irgendwo... Es steht eigentlich... Uppala, jetzt ist es einmal runtergefallen. Es ist aber doch stabiler, als ich dachte. So, das haben wir einmal. Das lege ich einmal ganz kurz dahin. So, also es ist... Zwischendurch hat sich es einmal quasi verschoben. Kann natürlich auch sein, dass ich hier ein bisschen an den Tisch gekommen bin. Bei den Füßen sieht man das. Aber hier oben bei dem Geweih sieht man doch, wie schön filigran hier diese Arbeit möglich ist. Kann natürlich auch ein bisschen daran gelegen haben, wir haben ja ein bisschen an dem Modell rumgemacht. Und ich meine, für den ersten Druck haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Qualität, wo man sagen kann, das ist echt richtig, richtig cool. Vor allem, ich bin echt begeistert von dem Geweih, ne? Da sieht man ja, vor allen Dingen, man sieht jetzt hier irgendwie keine Ebene. Klar, da ist dieser eine Versatz, aber von dem gedruckten Bereich sieht man keine Layer, so wie das bei dem normalen PLA-Druck der Fall ist. Hier hat man wirklich einfach ja, eine smoothe Fläche, und das ist schon echt mega, mega cool. Den Drucker an sich würde ich schon mal ausmachen. So, und dann haben wir ja jetzt noch einen wichtigen Punkt. Also das hier würde ich sagen, das können wir einmal schön hier an die Kante stellen. Das ist ja schon mal echt was Besonderes. Und jetzt nehmt ihr dieses Becherchen hier, und das hier machen wir auch gleich noch sauber. Das tue ich mal kurz an die Seite. Man macht das hier wahrscheinlich einfach so, das löst man, schätze ich jetzt einfach mal. Und dann kann man das hier nach so vorne rausziehen. So, da ist der Display, da müssen wir vorsichtig sein. So, und da ist jetzt hier so ein Ausgussding. Ich muss halt nur gucken. Ich mache es mal andersrum, dann seht ihr auch, was ich hier mache. Ich nehme das jetzt hier, da wo dieses Löchelchen ist an der Seite, und gieße das jetzt hier einfach mal in diesen Becher. Und bevor wir jetzt hier das zu lange so offen stehen lassen, macht ihr diese Flasche hier dann mit eurem Resin. Guckt, dass ihr die richtige, wenn ihr mehrere Farben habt, dass ihr wirklich auch die richtige Farbe habt. Schaut am besten so ein bisschen in den Deckel rein, dann seht ihr immer so die Farbe. Und dann haben wir ja hier... diese Filter, wenn nicht, dass ihr am Ende die Farben dann mischt, das wäre ein bisschen tragisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man so ein paar Grundfarben da hat, dass man das vielleicht auch mischen kann. Also das könnt ihr ja auch gerne mal in den Kommentaren ein bisschen diskutieren oder im Forum, wenn ihr da schon irgendwelche Erfahrungen mit habt. Weil ich könnte es mir einfach gut vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Grau habe und ich mische da so ein bisschen Blau mit rein, dass ich dann so ein Space Gray oder irgendwie sowas dann bekommen könnte, kann ich mir durchaus vorstellen. Ist vielleicht auch eine interessante Erwähnung als Vorteil gegenüber dem PLA-Drucken. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier so möglichst reinbekommen, sodass das komplett da drin sitzt, ohne dass wir... Das ist natürlich hier super gut gemacht mit dem Filter, nicht. Das
passt nämlich irgendwie nicht so komplett rein. Machen wir es am besten einfach so. Dann haben wir es hier so komplett drin. So. Und dann füllen wir hier oben das Resin einfach so rein. Langsam. Und lassen es dann hier durch diesen Filter wieder in die Flasche zurücklaufen. Warum durch den Filter? Ganz einfach deswegen, damit wir, falls hier noch gehärtete Stückchen drin sein sollten, dass diese nicht in der Flasche landen, sondern wirklich nur das, was wirklich noch flüssig ist. Und das macht definitiv Sinn. Ne? Also da kann ich euch wirklich dazu raten, diese Filter. Und ich glaube, diese Filter, die kann man bestimmt auch irgendwo günstig nachbestellen. Ich gucke mal, ob ich euch da auch so ein paar Links zu raussuchen kann. Das gibt es bestimmt bei Amazon oder sonst irgendwo. Gucke ich mal, dass ich da euch was verlinke. So, jetzt haben wir das hier gleich. Ich glaube, es wäre auch gar nicht mal so verkehrt, das ein bisschen unterm Wasserhahn einfach auszuspülen. Jetzt vielleicht nicht mit dem krassesten Wasserdruck, aber so ein bisschen wäre da, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Könnt ihr ja dann zu Hause so machen, wie ihr das am besten, wie ihr die besten Erfahrungen habt. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da schon andere Erfahrungen gemacht habt, wie man das besser reinigen kann. Lasst es definitiv nicht da drin, weil wenn das dann da drin aushärtet, dann habt ihr unter Umständen echt ein Problem. Ja? Und ja, ich würde sagen, ich mache das hier nochmal sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, also nachdem ich jetzt hier die Teile mal ein bisschen sauber gemacht habe, einfach mit Alkohol ein bisschen einsprühen und dann sauber machen und ein bisschen abwischen. Ich würde hier übrigens ein bisschen aufpassen mit dem Abwischen, weil sonst können hier unten leicht Kratzer reinkommen. Also da bitte am besten nur Alkohol und das immer wieder so ein bisschen automatisch, also von selber rauslaufen lassen. Das ist definitiv die bessere Variante. Und also mit dem Druck kann man echt sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Fazitmäßig würde ich zu dem Drucker sagen, also er ist auch hier, wenn man das hier sich mal anguckt, so materialmäßig, der ist einfach richtig gut verarbeitet. Und zudem generell dieses Druckverfahren, meiner Meinung nach, das ist einfach eigentlich ein viel einfacheres Druckverfahren. Und ich kann jedem nur raten, wenn ihr irgendwo im Freundeskreis jemanden habt, der so ein Ding hat oder habt irgendwo die Möglichkeit, dass ihr das Ding euch mal anschauen könnt, dann rate ich euch dazu, schaut euch das an, weil es ist in echt noch viel, viel, viel überzeugender, als wenn man jetzt das nur so in einem Video seht. Also ihr seht das hier in einem Video und denkt euch, ja, cool, das habe ich nämlich vorher, als ich Videos darüber gesehen habe, auch gedacht, so ja, cool, aber jetzt, wo ich es selber mal gemacht habe, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich gucke bei mir zu Hause doch, dass ich irgendwo mal ein Eckchen finde. Der hier geht natürlich jetzt an die Adolf-Reichwein-Schule, aber ich werde für mich selber auch nochmal zu Hause ein kleines Eckchen finden, wo ich mir so ein Ding hinstelle. Ich meine, der nimmt ja auch nicht viel Platz weg. Ja? Ihr habt quasi einfach verschiedene Pluspunkte. Erstens, das Ding nimmt nicht viel Platz weg. Zweitens, ihr habt eine Druckqualität. Ihr habt es eben gesehen, da ist nichts. Ihr erkennt keine Ebenen, auch das filigrane Geweih und so. Richtig cool. Ihr könnt die Farben mischen. Ding insgesamt, die Verarbeitungsqualität, also echt, man hat hier eine Menge Vorteile, klar, man hat auch natürlich den einen Nachteil, man hinterher, sag ich mal, ein bisschen diese Sauerei, dass man das Resin wieder so zurückkippen muss, aber das ist das geringere Übel, ganz ehrlich, ein bisschen Isopropanol, das Ding einmal sauber machen und gut ist, so viel Stress hat man damit in der Regel ja auch nicht. Und was man auch noch sagen muss, die Geschwindigkeit, wie ihr drucken könnt, ja, ihr müsst euch ja überlegen, wenn ihr, sage ich jetzt mal zum Beispiel, von diesen Figürchen, ich meine, das erinnert mich halt auch so ein bisschen an diese kleinen Schießfigürchen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel im Modellbau gibt es ja diese kleinen Spielzeugsoldaten zum Beispiel. Das ist ja auch meistens so ein Grau. Und wenn ihr davon jetzt, sage ich mal, für eure Modellbahn oder sonst was mehrere ausdrucken wollt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei so einem PLA-Drucker seid, dann muss er ja wirklich mit der Düse überall hingehen und jeden einzelnen drucken. Ihr könnt mehrere auf einmal drucken. Aber er muss quasi mit der Düse jeden einzelnen drucken. Hier ist es überhaupt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr ein Modell druckt oder auf derselben Bildplattform, also auf derselben Plattform mehrere druckt. Denn es ist dieselbe Druckzeit, weil ja nicht jedes einzeln gemacht werden muss, sondern ihr müsst euch ja vorstellen, unten ist ein Display, was dann das Ganze beleuchtet für eine gewisse Sekundenzahl, 6 Sekunden sind es meistens, und ob der jetzt nur an dieser Stelle beleuchtet oder ob der an mehreren Stellen gleichzeitig beleuchtet, es ist dieselbe Druckzeit
Und ihr könnt mehrere Sachen auf einmal dann damit drucken. Und das ist echt ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil von diesem Druckverfahren und natürlich auch noch diese Genauigkeit einfach, dieses Filigrane, was ihr dann damit umsetzen könnt. Also das gibt auf jeden Fall einen dicken Pluspunkt. Und also ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen, guckt euch das Ding mal an oder generell diese Resin 3D-Drucker. Ich verlinke euch das alles mal unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, dieser 3D-Drucker geht jetzt hier an die Adolf-Reichwendt-Schule. Das war es aber noch nicht. Ich habe da hinten noch was stehen. Ich hole das jetzt ganz kurz mal her. Und da kommt auch noch jemand in die Kamera rein. Machen wir es mal zusammen. So. So, dann. Setz dich ruhig hier mit dabei. Ich kann dich ja mal ganz kurz vorstellen, das ist der Herr Fichtner, sage ich jetzt einfach mal. Du kannst ja auch gerne mal selbst ein bisschen was über dich erzählen, wenn du magst. Ja, ich bin sein ehemaliger Lehrer, 3D-Unterricht, Fotografie und Video. Hat gut gefruchtet, wie man merkt. Es freut mich, dass er wieder zu uns gekommen ist und vor allem uns hier mit so schönen Sachen beglückt. Und wir sind natürlich immer dankbar, wenn wir ein bisschen Unterstützung bekommen, weil der Unterricht wird ja dadurch vielfältiger und man kann viel mehr machen. Und als Lehrer ist man sowieso ein Spielkind und... Ja, das habe ich auch hier in der Schule immer mitbekommen. Also das ist einfach eine coole Sache. So, wir machen es mal einfach auf, denn hier ist noch ein bisschen was drin. Weil ihr kriegt nicht nur den 3D-Drucker hier, sondern Elego hat mir freundlicherweise auch noch was anderes zugeschickt. Weil hier wird ja jetzt nicht nur im Medium, oh, kannst du ja die andere Seite auch noch. Hier wird ja nicht nur, sage ich mal, Medien im Sinne von Fotografie oder hier 3D-Druck oder sonst oder Programmieren unterrichtet, sondern es gibt natürlich auch so ein bisschen, hast du nochmal, okay, so ein bisschen, dass man Anwendungsbeispiele halt eben hat. Und ihr kennt ja das Video vielleicht von meinem Kanal, wo ich einen kleinen Roboter zusammengebaut habe. Und hier haben wir lauter Arduino-Test-Kits. Ja, hier haben wir zum Beispiel The Most Compatible Starter Kit Uno, also ein Arduino Uno. Und das hat mir Elego zur Verfügung gestellt, hier für die Adolf-Reichwendt-Schule, weil ich hab denen von meiner Idee erzählt, das Ding hier der Adolf-Reichwendt-Schule zur Verfügung zu stellen. Und dann haben die gesagt, hier komm, weißt du was, für so einen guten Zweck hauen wir auch noch ein bisschen mehr obendrauf. Und ja, somit habe ich die Möglichkeit, auch das hier, wir haben einmal hier solche, von denen sind hier ein paar Stück dabei. Was haben wir sonst noch? Ja, die habe ich mir selber schon bestellt, die sind cool, zumal da letztendlich ganz viele Sensoren und Aktoren drin sind. Ah, stimmt. Wie man so schön sagt, also hier sieht man einmal die ganzen, die Zusatzmodule drin. Das heißt, wir haben hier auch so kleine schöne Steckboards drin. Dann haben wir die gesamten Kabel, also das ist ein komplettes Rundum-Wulf-Paket. Paketsortiment. Und das Coole ist ja auch hier auf der CD sind ja auch so ein paar Anleitungen schon drin, ne, schon, was man machen kann. Das ist ziemlich gut gemacht. Ja. Also die werden alle erklärt, da sind auch Beispielprogramme dabei. Ja. Also sehr gut. Eine ziemlich coole Sache. Da hat man auf jeden Fall ordentlich was zum Herumexperimentieren und Basteln. Und ja, vor allem bei uns für den Informatikbereich schön. Ja. Da haben wir immer das Problem, können wir was zeigen, können wir mit den Schülern was Praktisches machen und mit denen setzt natürlich top. Auf jeden Fall. Besser geht's nicht. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an Elego auch an der Stelle, weil die haben das Ganze hier überhaupt erst möglich gemacht. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir, dass du jetzt hier mit im Video mit drin bist. Finde ich dir echt cool. Und mich ehrt das ja auch. Ich finde das cool, dass man hier nochmal so halt eben auch auf diese Art und Weise zusammenfindet. Und es ist ja auch, ich habe dieser Schule hier eine ganze Menge zu verdanken. Ich bin hier geformt worden, sage ich mal, ein Stück weit. Und somit habe ich die Möglichkeit, sage ich mal, ein Stück weit was zurückzugeben. Und das ist einfach echt eine coole Sache. Bei euch bedanke ich mich natürlich auch fürs Zusehen. Und gerne könnt ihr dem Video ein Däumchen nach oben geben. Ich habe euch unten noch mal ein paar Sachen verlinkt. Vielleicht wird es auch wieder auf der Schul-Homepage irgendeinen kleinen Beitrag oder sowas geben. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Und gebt gerne dem Video, wie gesagt, ein Däumchen nach oben da. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Das kostet euch kein Geld, das ist kostenlos auf YouTube. Und ihr könnt mich damit echt mega gut supporten und damit auch weitere Projekte wie dieses hier zum Beispiel ermöglichen. Und in diesem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Mal.